Hallo und willkommen zur Folge 24. Diese Folge nehme ich gerade am 17.12.2014 auf und hoffe, dass ich es schaffe, sie zum 24.12. hochzuladen. Ich meine, was gibt's Besseres als diese Kombination? Falls es jetzt irgendwie ein bisschen später geworden ist, seid ihr mir hoffentlich nicht böse. Da müsst ihr andererseits nämlich auch nicht so lange auf die nächste warten, denn Weihnachten werde ich sicherlich keine neuen Folgen aufnehmen. Gut, nutzen wir aber diese schöne Folge jetzt noch und schauen uns nochmal um. Wir haben ja die Güterlinie hier verstärkt, indem wir eine neue Lok draufgesetzt haben und wir mehr Nachfrage erzeugen, indem wir nach Werla Burgdorf fahren. Hier der Bahnhof hat ja einiges an Fassungsvermögen. Da sieht man auch, dass man halt diese ganz langen Bahnen für eigentlich nie braucht. Weiß gar nicht mehr, was für eine Länge das hier ist. Es ist, glaube ich, der kleinste. Schauen wir mal. Ja, es ist der kleinste Bahnhof. Und trotzdem ist der halt bis jetzt immer nur halb befüllt. Aber wir haben ja auch noch die Möglichkeit, unsere Produktion fast zu vervierfachen. Also wenn wir da dann wirklich ans Maximum kommen, müssen wir den Bahnhof vielleicht mal ausbauen. Aber bis dahin ist es noch viel, viel Zeit. Und wir sollten uns halt so lange um andere Sachen kümmern. Und auch in der letzten Folge habe ich ja Dockendorf mit Nahverkehr versorgt. Da schauen wir doch mal rein. Und was sehen wir? Dass beide Linien Minus machen. Ist jetzt nicht unbedingt überraschend. Das ist so das Typische, was wir immer sehen. Also Nahverkehr ist irgendwie nicht so mein Fachgebiet, muss ich leider zugeben. Aber ich bilde mir ein, dass mehr Leute den Nahverkehr benutzen, als es vorher der Fall war. Da war der ja auch wirklich schlecht, muss man natürlich dazu sagen. Steigen immer schon viele Leute ein und aus. Vielleicht dauert es einfach einen Moment, vielleicht bringt es aber auch gar nichts. Ich weiß es nicht, ich hoffe nur, dass es irgendwie was bringt. Hier die Verlängerung in das Industriegebiet bringt finanziell sicherlich gar nichts, sieht man auch an unseren Einnahmen. Das war ja schon klar, also das war einfach nur so aus, warum nicht gemacht. Interessanter ist vielleicht eher, ob sich das irgendwie auswirkt. Wir sehen, dass jetzt hier ein neues Gebäude gebaut wird. Muss als aber nichts Positives heißen. Wirklich das Kerngebiet Industrie ist immer noch da, wo es vorher war, nämlich am Bahnhof. Hier das Gelbe hat sich, glaube ich, ein bisschen verfestigt, wenn ich mich nicht irre. Das Grüne war ja eh immer schon da, das Rote sowieso. Also hier hat sich von den Kerngebieten her nichts verändert. Und naja, Geld machen wir halt leider auch nicht. Das hat sich auch nicht verändert. Aber naja, 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 vielleicht irgendwann mal oder einer von euch Zuschauern hat den super Tipp für mich. Ich werde es mir dann auf jeden Fall durchlesen. Ah, ich sehe gerade, hier haben wir noch ganz alte Straßen. Die können wir ja mal ausbessern. Und wir haben ja auch, wenn ich mich nicht irre, neue LKW bekommen. Die können wir mal einstellen als Ersatzfahrzeuge, sobald die jetzigen halt zu alt werden. Sodass das automatische Ersetzen da dann drauf anschlägt. So, Straße. Und da haben wir dann Güterlinien, die das schon eingestellt haben. Einmal Kiesbegüter, Fahrzeugersatz der MAN. Kann natürlich auch mehr laden, oder? Hier schauen wir mal. Fünf mehr fährt nicht schneller, fährt ungefähr gleich schnell. Hat aber mehr Leistung. Ist natürlich bei dem Bergauffahren interessant oder beim Beschleunigen. Naja, also er hat halt. Ich meine, wir können ja auch in 4 Jahren den Opel Blitz gar nicht mehr benutzen, da ist er nämlich gar nicht verfügbar. Weiß ich gar nicht, was dann passiert, wenn das hier eingestellte Fahrzeug nicht mehr existiert. Müssen wir einfach mal ausprobieren vielleicht. So, Renkwisshausen Öl. Sollten wir es auch ändern auf den MAN. Ich meine, das ist natürlich jetzt was, was man machen muss. Man muss es bei jeder Linie dann ändern. Es ist aber sicherlich weniger Aufwand, als die Fahrzeuge manuell zu ändern. Also von daher kann man damit noch leben, denke ich. Und viel mehr Güterlinien haben wir bis jetzt gar nicht. Renkwisshausen Öl, Schöneich
Güter und Kiesby war's. Da haben wir es schon gemacht. Ich bin jetzt noch mal auf Nummer sicher gehen. Genau. Drei Stück haben wir jetzt alle geändert. Vielleicht sollte ich das Güter mal nach vorne schreiben und nicht die Stadt. Wenn ich mir nur die Stadt ansehen will, klicke ich eh meistens auf nur Sichtbare. Und so könnte man alle Güterlinien dann besser sehen. Wenn sie alle mit Güter anfangen, stehen sie halt an einer Stelle. Das wäre ganz interessant. Was hier gerade, Wiersdorf macht Gewinn. Wiersdorf macht Gewinn. Wie haben wir denn hier den Verkehr gelöst? Ah, hier habe ich auf jeden Fall auch angepasst. Bin ich mir jedenfalls sicher gewesen, ist aber anscheinend doch gar nicht gewesen. Habe ich nicht angepasst, ne? Ja, habe auch jetzt schon die Vergesslichkeit, ganz offensichtlich. Aber interessanterweise machen diese Linien Gewinn, obwohl sie ja wirklich einfach nur kreuz und quer fahren. Ich meine, ich habe mir mal irgendwann was dabei gedacht, aber ich weiß nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe. Naja, egal, Hauptsache Geld. Und ansonsten, Stadtbus, ja, die machen immer Gewinn. Zwei Millionen. Nicht schlecht. Aber den werden wir eh auf längere Sicht nicht ersetzen. Das ist nämlich der ganz neueste nach Rauschwitz hier. Was wir ersetzen werden, ist der nach Gerisheim. Zumindest geplant. Naja, aber sonst sah es doch alles sehr grün aus. Und man sieht es ja auch an unserem Kontostand. Wir machen halt die ganze Zeit Gewinn. Und wenn wir mal nicht so viel machen, dann weil wir uns irgendwie hier mal wieder für 4 Millionen Häuser abgerissen haben. So, also, was mache ich jetzt mit dieser Folge? Nachdem ich jetzt relativ viel von dem, was ich machen wollte, erledigt habe. Ich schaue nochmal auf meine Liste drauf. Kohlezug ersetzen haben wir, Güter in Wählerburgdorf haben wir. Neue Städte anschließen, das steht natürlich immer auf meiner Liste. Und zwei Städte haben wir ja auch noch. Und naja, wenn es schon draufsteht, können wir es vielleicht wirklich mal machen. Und ich denke, eine der beiden Städte anzuschließen könnte schon relativ viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich überlege gerade, Altenplen könnte man auch von Rauschwitz aus gut mit einem Bus anfahren. Rauschwitz-Linie macht ja auch echt viel Geld. Rauschwitz selber hat aber überhaupt keinen Nahverkehr. Auch eine interessante Konstellation, dass die Rauschwitz-Linie echt Kohle scheffelt ohne Ende, aber in Rauschwitz gar keine Verteilung stattfindet. Auch in Gerisheim haben wir nur eine Linie, die irgendwie mal so im Kreis fährt und auch Gewinn macht. Also vielleicht darf ich mir gar nicht so viele Gedanken machen beim Nahverkehr, sondern einfach nur so eine Kreislinie und dann passt das schon. Weil wenn man sich das hier anschaut, die Stötlenlinie 1 ist ja mit ihren 250.000 Miese echt der Knaller. Das kann man nicht anders sagen. Ja, und die Alternative wäre halt noch Teres. Das liegt halt auf einem Berg. Da ist es... Also ich will natürlich irgendwann mit Schienen da hoch, aber es ist nicht das Beste, was man machen kann. Da muss man ehrlich sein. Da wäre es vielleicht interessant, zuerst mit einem Bus hochzufahren. Muss man ganz einfach so sagen. Und wenn wir mit einem Bus hochfahren, dann würde ich das wahrscheinlich von Dockendorf aus machen. Vom Bahnhof natürlich. Dann die Straße hier erneuern. Ich glaube, das machen wir einfach mal schnell, weil einfach nur so ein Bus da hochfahren lassen, das ist ja nicht viel Aufwand. Ein bisschen hier die Straßen erneuern. Nicht genug Platz haben wir da wieder. Einfach das Kreuzungsproblem, denke ich mal. Oder vielleicht auch hier das mit dem Haus. Machen wir vielleicht hier noch so eine Innenstadtstraße, damit die Breite hier auch noch stimmt so ein bisschen. So, Straßenfahrzeug muss ersetzt werden. Das schauen wir uns gleich an. Ich hoffe, ich denke dran. So, dann wechseln wir hier mal auf die kleine Straße.
Ist auch ein bisschen geschwungen, aber das lasse ich noch durchgehen. Also ihr kennt es ja von den früheren Aktionen, dass ich da dann gerne mal die ganze Straße abgerissen habe und neu gebaut habe. Aber ich denke, das ist noch so in Ordnung hier. Na, diesen extra Knick, den der da noch reinbaut, den will ich eigentlich nicht haben. Lieber so. Und dich schließen wir da an. Muss reichen. Das Werk fahren wir eh nie an. Denke ich mir jedenfalls. So. Dann ist die Frage, wo wir in Teres Hall. Also, ich meine, wo? Okay, sehr wahrscheinlich in der Innenstadt. Irgendwo anders macht's wenig Sinn. Hier die Straße soll aber bitte schön sein. Wenn wir jetzt hier schon eine Linie hinführen, dann können wir auch, bevor es alles extrem teuer wird, mal ein bisschen aufräumen. Okay, so, die Einfahrtsstraße haben wir schon groß, dann so ein paar Straßen in der Innenstadt. Mal hier vielleicht noch die Querstraßen. Ah, die eine haben wir ja schon. Ja, dann sollte das, denke ich, reichen. Hier die können wir noch zumindest auf normale Größe bringen. Und diese komischen Querverbindungen löschen. Na, irgendwie müssen wir da noch rüberkommen. Da bin ich mir sicher, dass das geht. Aber er will uns hier nicht dran lassen. Dann machen wir die Hardcore-Tour. Da kenne ich kein Pardon. So. Kann sich alles neu bauen, denke ich. Dann setzen wir jetzt mal die Haltestellen. Beziehungsweise eben noch schnell hier eine Busspur rein. Und dann halten wir nämlich einfach. Wir können auch hier halten. Ja, ich glaube, wir halten auf der großen Straße. So. Ja, machen wir das so. Machen wir direkt die Gegenhaltestelle, trennen die wieder und sagen, das ist. Na, wie heißt der Ort denn jetzt? Teres. Ups. Teres Zentrum. Und das auch. So. Dann können wir halt wieder entscheiden, auf welcher Seite wir da halten möchten. Neue Linie vom Bahnhof nach Teres. Und zwar nach da. Dann machen wir hier vielleicht noch den Namen rein. An unseren Bahnhof. Und hier haben wir Dockendorf. Sehr wohl. Dann fehlen nur noch die Fahrzeuge und dafür setze ich mal, weil das Depot so weit außerhalb steht, ein Depot schnell kurz da in die Nähe. Auf der Seite natürlich auch. Und dann kaufen wir uns was. Nämlich die Überlandbusse, die wir immer nehmen, den Mercedes-Benz. Das sind 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Linie, na, Linie zuweisen. Haben wir noch keinen Namen, also wird das Linie 1 sein. Da. Oh yeah! Und was ist es? Ah, wir haben die schönen Electric Multiple Units, IMUs. Haben wir natürlich auch schon eine, die wir die ganze Zeit benutzen, aber hier sind jetzt die richtig schönen, nämlich die Mods. Da können wir doch mal überlegen, ob wir die dann zumindest als Ersatz für die Fahrzeuge benutzen. Wobei die natürlich erst in der Ewigkeit
veraltet sind. Müssen wir mal schauen, wo wir die einsetzen, weil ich möchte die auf jeden Fall einsetzen. So, das Depot reißen wir wieder ab, sobald die Fahrzeuge raus sind. So, Türen zu. Der Seite müssten sie dann auch schon raus sein. Genau so ist es. Und dann schnappen wir uns mal. Oder? Schauen wir mal, vielleicht steigt ja irgendwo schon mal jemand ein. Sieht aber nicht so aus. Noch wollen sie nicht. Trauen sich nicht. Der Weg ist nicht viel länger als nach Stötlen, also die Fahrzeit ist überhaupt kein Problem. Wir wissen ja, der Bus nach Stötlen, der hat gut Gewinn gemacht. Na gut, dann fahren wir einfach mal mit einem leeren mit auf vierfacher Geschwindigkeit, damit das jetzt nicht zu lange dauert. Höhenlinien können wir uns mal ausblenden lassen. Ja, die Kurven sind hier schon, man hört es ja, sind schon so, dass da die Fahrzeuge mal abbremsen müssen. Also in der Hinsicht macht schon Sinn, zumindest die etwas schärferen Kurven wirklich einfach wegzulöschen und durch gerade Straßen zu ersetzen. Hier die gehen jetzt, da müssen wir nicht abbremsen. Aber die da oben, die war schon ein bisschen schärfer anscheinend. Aber hier geht es ja jetzt auch nicht wirklich um jede Sekunde. Dann würden wir eh auf Züge zurückgreifen. Aber hier können wir jetzt mal eine Schranke hinsetzen, wo ich es gerade sehe. Jetzt, nachdem wir hier den Verkehr eröffnet haben, ist das vielleicht keine schlechte Idee. Ändert natürlich überhaupt nichts, aber sieht einfach schöner aus. Ja, und unsere Busse sind mittlerweile. Sind gar nicht langsamer als die Autos, sahen nur so am Anfang aus. Die beschleunigen einfach deutlich langsamer als die Autos. Das ist anscheinend gerade das Problem. Aber wir kriegen sicherlich auch bald neue Busse. Da bin ich mir sicher. So, über den Fluss drüber. Und dann. Ja, jetzt sehen wir hier. Die springen jetzt natürlich direkt rüber auf die andere Seite. Ist natürlich jetzt nicht so schön und könnte auch Staus verursachen. Das müssen wir uns dann mal anschauen. Würde ich sagen, dass wir da irgendwie vielleicht noch was ändern. Vielleicht, dass die irgendwie im Kreis fahren oder ich weiß es nicht. Irgendwie eine zweite Brücke noch, also eine dritte Brücke in dem Fall. Ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht können wir. Wir müssen ja nicht hier auf die andere Seite des Flusses rüber. Wir können ja auf dieser Seite bleiben, wenn wir hier noch eine Straße legen. Also ein paar Möglichkeiten bleiben uns da noch. Mittlerweile wartet hier auch zumindest einer, zwei jetzt gerade. Vielleicht ist auch der eine oder andere schon in einem Fahrzeug. Ja, vier Leute sitzen schon mal in denen drin. Immerhin. Neue Häuser werden hier fleißig gebaut. Also da haben wir schon mal wieder. Was Fassbares geschafft. Wir haben nämlich eine Stadt angeschlossen. Wunderbar. Kann man nicht sagen, wir würden nicht vorwärts kommen hier in dieser Spielrunde. Gut, ich schaue noch mal ein bisschen rum. Mache ich, wenn alles so einigermaßen läuft, ja, wie ihr schon bemerkt habt, relativ oft und auch gerne dann einfach mal rumschauen, was so vor sich geht. RE2 ist gerade abgefahren. Ich habe mich schon gewundert, warum da so wenig Leute warten. Aber mit dem Auffahren von Fahrzeugen habe ich jetzt nicht mehr so das extreme Gefühl, dass das ein Problem ist. Wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr um den Takt gekümmert und es sieht, würde ich mal behaupten, recht gut verteilt aus. Also hier fahren zum Beispiel zwei gerade genau gegeneinander gesetzt. Der dritte steht gerade hier im Bahnhof. Es ist also sogar einigermaßen gut verteilt. L2, dasselbe würde ich sagen. Hier fährt gerade einer rein. Hier fährt einer gerade in die andere Richtung. Und der dritte, der kommt gerade von hier. Also die sind wirklich perfekt verteilt. Von dem her, ob das jetzt einfach Zufall ist oder wirklich daran liegt, dass die Ladegeschwindigkeit jetzt auch von der Anzahl der Waggons abhängt oder der Anzahl der Türen, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, dass das mit der Ladegeschwindigkeit sicherlich.
kein negativer Effekt ist, sondern schon alles in allem ganz positiv. So, 10 Güter liefern wir mittlerweile pro Fahrt anscheinend nach Werla-Burgdorf. Es ist ein Anfang. Natürlich muss das, was jetzt hier produziert wird, erstmal noch ein bisschen aufgeteilt werden. Werla-Burgdorf kriegt da sicherlich, weil es neu ist, das wenigste von ab. Und wie wir jetzt auch sehen, hat sich meine Befürchtung, dass die Waren hier laufen könnten, anstatt den Zug zu nehmen, nicht bewahrheitet, zum Glück. Also auch in der Hinsicht alles in Ordnung. Ja, hier haben wir noch eine alte Straße. Die Leute, die hier mit den Autos unterwegs sind, finden es sicherlich nicht so toll. Aber ich habe bisher noch keinen Grund gesehen, die neu zu machen. Auf der Seite genauso, da fahren aber weniger. Pff, ist die Frage, müssen wir das mal neu machen? Ich würde sagen, muss nicht unbedingt sein. Also sehe da jetzt keinen dringenden Handlungsbedarf. Das wäre ja wirklich nur aus Nettigkeit. Haben wir sicherlich andere Sachen zu tun. Zum Beispiel können wir mal schauen, ob wir schnellere Züge haben. Ja, haben wir. Bin ich mir sehr sicher. Nämlich die schöne... Boah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es ist schon spät. Ich sag euch lieber nicht die Uhrzeit. Aber ihr wisst ja, ich nehme jetzt schon die 5. Folge am Stück auf. So, hier haben wir so die Baureihe 103. Mit 200 km/h auf dem RE1. Wäre doch mal eine interessante Sache, oder? Vielleicht so als Schmankerl. Wir sind jetzt halt schon über 20 Minuten. Also ich könnte auch die Folge beenden. Aber die letzten Folgen waren auch alle so lang. Da könnt ihr mir überlegen, hier auf Linie 1, die ja sehr geradlinig ist, mal die Züge mit einer Baureihe 103 zu ersetzen. Ja, machen wir das einfach. Es wird teuer. Ich weiß nicht, ob wir danach noch Gewinn machen. Das sind die beiden Sachen, die auf jeden Fall feststehen. Aber warum nicht, ne? Machen wir es einfach mal. Ja, genau, das Problem ist natürlich, jetzt hier den Zeitpunkt zu finden, wo man es schafft, die Gleise zu erneuern. Das kriegen wir aber schon hin irgendwie. Ah, so. Haben wir schon mal ein bisschen was erneuert. Das Gleisstück schaffen wir dann, sobald der Zug hier weg ist. Ah, wir können das der Vollständigkeit halber hier auch mal machen. Auch wenn es unnötig ist, aber einfach nur um ein bisschen zu kennzeichnen, wo diese Linie lang fährt. So, hoffen wir mal, dass auf der anderen Seite der Zug noch nicht reingefahren ist auf die Strecke. Nein, ist er nicht. Wunderbar. Dann haben wir das schon mal erneuert. So, können wir mittlerweile hier? Nein, können wir nicht. Da müssen wir uns gedulden. Ist hier auf jeden Fall ein sehr langes Stück. Und dann müssen wir natürlich die Züge auch noch austauschen. Das ist nochmal so eine ganz eigene Geschichte. Da wäre vielleicht jetzt noch ganz interessant, wenn dieses Feature, mit dem man jetzt, was ich super finde, also ich will es jetzt gar nicht schlecht reden, aber mit dem man jetzt Fahrzeuge ersetzen kann, das auch wirklich manuell machen kann. Dass man einfach sagen kann, jetzt möchte ich alle Fahrzeuge der Linie oder jetzt möchte ich dieses Fahrzeug ersetzen. Das wäre jetzt wirklich noch das Tüpfelchen auf dem i. Danach wäre ich wahrscheinlich wunschlos glücklich. So, ist er hinten schon raus? Nein. Eventuell müssen wir den nachfolgenden Zug kurz anhalten. Ah, ne, jetzt haben wir es geschafft. Wunderbar. So, dann das noch. Das noch. Wunderbar. Und hier geht natürlich jetzt nicht. Da ist er ja gerade im Bahnhof. Okay, aber ansonsten sieht das jetzt komplett ausgetauscht aus. Dann stellen wir uns doch schon mal den Zug zusammen. 100 Leute. Boah, 60.000 Betriebskosten pro Jahr für einen Waggon. Vielleicht lassen wir es da erstmal bei 80. Wenn der Zug dann irgendwie ein bisschen kurz ist. Boah,
Ich weiß nicht. Zwei Stück auf jeden Fall. Einen dritten kaufe ich mir auch, damit der schon mal da ist. Eventuell verkaufen wir ihn halt wieder. So, und dann setze ich den direkt mal drauf. Auf RE1. Und der nächste wird dann drauf gesetzt, sobald wir den hier von der Strecke holen. Na, jetzt, aber ich treffe ihn einfach nicht. Unglaublich. Da haben wir ihn doch. Den holen wir uns also gleich von der Strecke runter. Das Vorfeld hier könnten wir auch mal erneuern. Verschönern, wollte ich auch sagen. So, also du holst bitte dir das Geld noch ab. Und dann geht's ins Depot für dich. So, wenden. Depot. Fahren. Okay. Dann schnappen wir uns schon mal den nächsten. Der lässt noch auf sich warten. Da kommt er. Können wir uns auch noch direkt den dritten holen. Den können wir vielleicht besser auf der Seite ins Depot schicken. Aber hier haben wir gerade keins. Doch, da hinten haben wir eins. Ah, ich kann jetzt mal eben schnell das Gleis hier ersetzen. So. Haben wir hier Gleis 1 auch erneuert. Einfach das Gleis, wo diese Loks einfahren. Kann man das im Bahnhof auch erkennen. So, also du lädst bitte auch deine Leute aus. Und dann geht's ab ins Depot. So, dich verkaufen wir. Mit dem anderen Zug warten wir noch ein bisschen, bis wir den draufsetzen. Halten wir ganz kurz die Linie auf, aber das ist nicht so schlimm. Und dich verkaufen wir. Und wo haben wir unseren Schnellzug? Da ist er schon. Schon fast am anderen Seite der Strecke. Dann können wir, denke ich mal, den hier schon mal draufsetzen. Bevor der hier das Gleis blockiert. Und jetzt sehe ich halt, ich habe irgendwie in Erinnerung gehabt oder im Kopf gehabt, dass hier oh, noch mehr neue tolle Wagen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir die jetzt benutzt hätten. Aber Chance vertan, leider. So, was ich jetzt eigentlich sagen wollte noch, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, hier wären nur 80 Leute drin und dass die so knapp voll wären. Aber es sind ja mehr. Dann müssen wir auf jeden Fall den dritten noch draufsetzen, weil sonst haben wir nicht genug Kapazität auf der Linie. Und wäre es vielleicht doch ganz gut gewesen, die auf 100 aufzustocken. Hier hänge ich einfach jetzt schon mal auch direkt noch einen Wagen dran, beziehungsweise die kann ich ja einfach mal ersetzen. Und das sind ja auch eigentlich nur die Waggons, die die Geschwindigkeit schaffen. Das kommt noch dazu. So, 108 jetzt mal. Dann würde ich sagen, ersetzen wir bei den anderen auch die Waggons noch. Daher holen wir uns einfach schnell ein paar Depots, stellen die dann so dran, dass wir die da schön reinbekommen. Und machen das dann noch schnell. So, erstmal holen wir den jetzt von der Strecke. Hier fahren jetzt wirklich die unterschiedlichsten Zeitalter. Fehlt nur noch eine Dampflok, die jetzt hier auch einfährt. So. Also. 20, 10 und Stopp. Wenden. Ins Depot. Fahren. Dann schicken wir den direkt auf die Linie. So, das war 108 Leute, glaube ich, Platz. Genau, 108 Leute Platz. Mit den schnellen Waggons. So, dann machen wir das. So, dass wir hier an dem Ende. Haben wir jetzt gleich wieder an beiden Enden eine Lok.
Also an dem einen Ende, was ich gerade gesagt habe, lassen wir die Lok dann rausfahren, an dem anderen die. Und dann haben wir drei schnelle Loks mit mehr Kapazität. Und wir hatten vorher auch drei Loks, das heißt im Endeffekt haben wir jetzt dann einen etwas schnelleren Takt und halt auch ein bisschen mehr Kapazität, um dann eventuell, falls dann noch mehr Leute damit fahren wollen, das zu schaffen. Sehr gut. So, mal schauen. Renquisshausen fährt der gerade ein. Also kümmern wir uns erstmal hier um den Dockendorfer. Ist übrigens auch voll mit seinen 100 Leuten. Und mittlerweile sind wir über 30 Minuten. Das wird heute eine lange Folge. Aber naja, es ist die letzte vor meiner persönlichen Weihnachtspause. So, also Dockendorf fährt ein. Und ich pausiere einfach mal, wenn der hier bei 0 ist. So, ungefähr. Drei Leute ab ins Depot. Dann schauen wir mal eben schnell nach Auwies. Wie weit hat das noch? Ah, der ist auch quasi da. Dann lassen wir den hier mal reinfahren. Komm schon. Alle raus. Und Pause. Auch bei genau 3. Was ein Zufall. Ab ins Depot. So, dann hier die Waggons weg. Und Schnellzugwagen. Oh, ich habe gerade gesehen, wir haben jetzt nur erste Klasse angehangen. Machen wir es hier mal schöner. Zweimal erste Klasse und dann zweite Klasse. Bis da... Ah, das sind dann unterschiedliche Kapazitäten auch. Ansonsten alles gleich. Ja gut, dann hat der ein bisschen mehr Platz. 116. Merke ich mir das mal. Auf die Linie RE1. Und hier... kaufen. Zweimal erste Klasse. Und zweite Klasse so lange, bis wir auf 116 kommen. Oh, einmal zu viel. So, dann haben wir halt jetzt einen Zug. Das ändert natürlich nichts am Spiel, aber haben wir jetzt halt einen Zug, der nur mit erster Klasse fährt. Ich denke, wir werden es überleben. Hoffe ich doch mal, dass das jetzt keinen so sehr stört. So, hier sehen wir unsere Loks. Hier fährt gerade der neu zusammengestellte rein. Hier ist unser erste Klassezug. Irgendwann mal kann man den ersetzen. Jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt halt wirklich schon weit über die Zeit. Dann mache ich lieber nochmal kurz so eine schöne Ansicht hier aus der Perspektive. Oh, hier haben wir noch ein Stück davon stehen. Also hier unsere Lok fährt los. Wir können vielleicht mal eben schauen, wie die Geschwindigkeit überhaupt so aussieht auf der Strecke. Übrigens das natürlich auch Mod, beziehungsweise ein Repaint. Also das deutsche Bahnmotiv aufgemalt auf schon vorhandene Waggons. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich will dem jetzt nicht unterstellen, dass das nur ein Repaint ist, aber ich glaube schon. Und ja, wir sind jetzt in der langgezogenen Kurve. Wir geben Gas. Ich beschleunige das Spiel mal ein bisschen. 120 haben wir jetzt schon erreicht, die alte Höchstgeschwindigkeit. Und jetzt geht es erst in die Strecke, wo es geradeaus geht. Da können wir also jetzt richtig Gas geben. Haben wir jetzt einen richtigen Schnellzug. Hier können wir ihn Intercity umbenennen vielleicht. Ja, 190 schaffen wir, aber jetzt müssen wir gleich abbremsen. 195. Ja, 195. Relativ spät bremsen wir ab, das finde ich gut. Also nicht so viel Bremsweg. Zu 120 kommen wir jetzt sogar noch hier über die Bahnübergänge. 100 km/h immerhin noch über den zweiten. Und dann
fahren wir auch schon in den Bahnhof ein. Ja, also da würde ich sagen, haben wir jetzt echt mal gut was auf die Beine gestellt. Es sieht auch so aus, als wenn die Züge wirklich Gewinn machen können. Also die Linie ist ja auch wirklich die, die am längsten in Betrieb ist, gut etabliert und scheint so, als würden wir da weiterhin auch mit den erhöhten Betriebskosten Gewinn machen können. Sehr gut. Finde ich einen würdigen Abschluss für diese Folge. Ich wünsche euch eine schöne Ferienzeit. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann genau die Folge jetzt hochgeladen wird. Frohe Weihnachten, falls es noch kommt. Einen guten Rutsch auf jeden Fall ins neue Jahr. Die nächsten Folgen lade ich dann auch erst im neuen Jahr hoch. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.